So. Wie machen wir das jetzt? Also wir müssen hier mal noch einen freimachen, so einen Wartungseingang. Den machen wir dann nachher natürlich wieder zu. So. Und wie machen wir das denn? Also da. Da machen wir noch Bricks rein, oder? Würde ich sagen. So. Genau so. Und dann kommen da jetzt die ganzen Connector irgendwo an die Wand. Okay, sobald hier Gras wächst, fängt es an zu fackeln, wa? Also buddeln wir das weg. Ihr habt keine Lust auf Fackeln. So. Wäre ja dann auch nur Gras, was hier fackelt, ne? Aber es könnte sich gut ausbreiten, ne? Uiuiui, das macht mir ja Angst. Ey, das wollte ich nicht. Ich wollte hier bestimmt nicht alles voller Fackeln knallen. So. Da sind wir auf der sicheren Seite, ne? Machen wir da so ein Muster von. So, hier auch. Natürlich, da muss noch so ein Ding auftauchen. Hallo, 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 warum bist du so groß? Wow. Wow, ein Riesenvieh. Warum ist der so... Habe ich den getriggert, dass der wächst? Hallo? Irgendwas ist doch hier kaputt. So. Okay, wir verbinden die dann alle da oben hin. Und dann dahin, ne? Ah, hier gibt es natürlich nichts. Also doch da unten hin. Dass es halbwegs gleich ist. So. Wo haben wir die Kabel? Die haben wir doch auch bei. Das weiß ich doch. Die beiden verbinden wir. Die beiden verbinden wir. Und dann verbinden wir das. Und das. Arbeiten die jemals mit 2-2, ne? Genau. Und das geht dann runter. Direkt auf den Akku. Oh, habe ich hier ein bisschen unglücklich gebaut. So. So, die Capacitor-Dinger haben wir ja auch bei, ne? Laden die hier auch noch voll? Nein, hier ist die. Hier ist der nicht mehr wirksam, der. Der WLAN-Onkel. So. Wireless Charger heißt das Ding. So. Gut, dann da auch mal so ein Connector dran. So, Wrench. Nee. Jeta Wrench, danke. I.O. hätte ich gern gesehen, danke. So, und dann. Also habe ich doch recht gehabt. 120, weil das ja 4 Stück sind. Also da 60 und da 60. So. Also passt es. 60 in, 60 in. Füllt sich das Moped jetzt langsam auf. Okay, dann müssen wir da nochmal eine Schneise schlagen. Und jetzt brauchen wir unsere Universal-Kabel, ne? Dahin? Nö, aber wo wir schon mal da sind, würde ich tatsächlich gerne mal hier schauen. Das ist der interessanteste Ort hier. Eine Lootbag, das gefällt mir. Darauf war ich auch ein bisschen aus. Verzauberter Bogen, ist mir eigentlich wurscht. Erstmal, okay. Nur eine Lootbag, aber immerhin. Was kriegen wir da wohl raus? 10 Sand, na wunderbar. Da freue ich mich ja irrsinnig drüber. Dafür schmelze ich sie jetzt auch ein. So, weg, 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 weg. Was haben wir noch? Weg. Einmal brauchen wir nicht mehr.
Universal-Kabel, genau. Nicht vergessen, Universal. Haben wir nicht mehr. Da müssen wir uns welche tun, ne? Basic. Gut, 24 Stück. Dann haben wir auch keinen Stahl mehr. So, gucken wir mal nach den Eisenvorräten. Die sind ein wenig gestiegen, das gefällt mir gut. Nämlich 58, also so einen knappen Stack haben wir wieder an Start. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte das da rausnehmen und hier reintun. Also bevor wir nicht einen Stack zusammen haben, einen Stack Stahl, glaube ich, brauchen wir gar nicht anfangen, eine Turbine weiterzubauen. Ne? Ich glaube, wir brauchen nämlich komplett fast nur noch Stahl. So, okay. Gut, jetzt verlegen wir hinten das Kabel noch fertig und dann müssen wir hier noch automatisieren, ne? Jawollo. Fast in die Lava geportet. Einfach, weil ich es kann. So. So, langsam. Ich will jetzt keinen Fehler machen. Wir machen jetzt so. So, und jetzt möchte ich erst einstellen, dass das hier nur ein Output ist. Hä? Wieso ist da jetzt... Ach, der lädt jetzt alles da rein. Naja, das war unnötig, aber egal. Das ist auch ein Output. Es ist ja fast voll. Naja, egal, schade. So, jetzt schließe ich die an. Jetzt würden die sich ja komplett schnell vollladen, tun sie aber nicht. Okay, schön. Weil wir da hinten Output haben. So, somit ist das auch am zentralen Stromnetz. Wir haben ja 1 Million, also 2 Millionen RF Puffer. Das ist gut. Somit können wir das Ding hier eigentlich zumachen. Und haben somit hier alles schön flockig fertig gebaut. Das ist noch so eine kleine, feine Energiequelle. Achso, wir wollten ja noch ein Dach drauf machen oder einen Rahmen drum oder was weiß ich denn, ne? Dass man da nicht reinfällt, ne? Aber wenn ich hier Holz hinbaue... Holz ist vielleicht... Ne, obwohl, Carpenter ist auch Holz, ne? Habe ich noch Carpenter-Säulen oder Zaun? Carpenter-Barriere. Habe ich tatsächlich noch. Mal gucken, ob wir da was Schönes bauen können. Uah, nicht ins Feuer fallen. Ist halt nur wichtig, dass das nicht brennt, ne? Das hast du ja toll hingekriegt. Ah, ich glaube, das ist aber weit genug weg, dass das nicht brennt. Und da jetzt noch ein Dach drüber. Und wenn dann da reinläuft, der hat es verdient. So, Glasblöcke. 4 Glasblöcke brauche ich noch. Dann kann man da nicht mehr reinlaufen. 4? Ne, ein paar mehr. Gucke ich gleich mal. Ich baue euch mal das Dach fertig. Das könnte ich eigentlich aus Slabs bauen, ne? Kann ich daraus Slabs machen? Weiß ich gar nicht. Nee, die brennen. Seht ihr? Die brennen. Kann ich nicht nehmen. Schade. Deswegen habe ich ein bisschen gewartet, weil die ja doch brennen, ne? Aber wisst ihr was, dann bleibt es erstmal offen, oder? Wer da reinläuft, ist halt selber schuld. Kann ich nicht ändern. So. Gut, haben wir das auch erledigt. Jetzt müssen wir hier mal überlegen, ne? Wir brauchen hier auf jeden Fall noch mehr Conveyor Belts, ne? Nur wie viele? Wir müssen halt hier hoch. Wir müssen hier hoch.
zum Einspeisen, ne? Dann, das heißt, wir müssen da so runter irgendwie. Ich hole mal ein paar Conveyor Belts. Die Conveyor Belts bleiben ja bestimmt auch nicht in der Luft hängen, oder? Wenn ich die auf Dirt setze und dann baue ich den Dirt wieder weg. Laufen die dann noch oder laufen die dann nicht? Bin mal gespannt. War die Tür zu? Ja. So, zack. Oh, ich habe schon wieder ein wenig Hunger. Gut, Conveyor Belts. Das ist nichts anderes wie ein Förderband. So, die gibt es nämlich hier auch in von Mine Factory Reloaded in verschiedenen Farben, sehe ich. Dropping Conveyor Belt. Also ist wahrscheinlich mit einem Loch in der Mitte, ne? Wir wollen aber diese hier. Die brauchen Leder und Iron. Ach, Leder, stimmt. Leder. Da war das Problem, ne? Ja, ich erinnere mich ein wenig. Wo kriegen wir das denn weg? Resist the heat of the Nether? What? Ja, ist mir egal. Okay, offensichtlich brauchen wir noch ein paar Kühe. Wie viel kriegen wir denn da raus? Ach, 8 Stück. Wir brauchen auf jeden Fall noch Leder. Okay, wir gehen Kühe holen, ne? So, ich meine, es wären Kühe in dieser Richtung, ne? Das haben wir ausgemacht, oder? Ja. So, wir gucken einmal noch in diese Truhen, wenn wir schon mal hier sind. Und dann... Huch, da ist gerade jemand zersprungen. Enderfragment, so ein bisschen was zu futtern. Futtern wie beim Muddern. Ja, halt so Kram halt, ne? Hier, das kann man ja alles so wegtun, da braucht kein Mensch. So. Pfeile kann man stacken, hallo. Noch nie was von stacken gehört. Na ja, macht das schon. So, liebe Kühe, da sehe ich doch schon welche auf der Karte. Hier. Hier soll eine sein, da ist sie. Entschuldigung. Ich habe was vor, dafür brauche ich deine Haut. Da ist die nächste. Es tut mir wahnsinnig leid für dich. Nee, Hühnchen stehen heute nicht auf dem Plan. Da ist noch eine Kuh. Ja, ich sehe so. So, noch eine. Wobei ich auch gerade keine mehr sehe. Ich sehe nur noch Chicken. Und ein Meteor. Na gut, okay, dann soll es das erstmal sein, ne? Was ist das auf der Karte eigentlich für ein Pfeil? Der befindet sich genau hier. Oh, da sind aber ganz viele, ne? Ganz viele Mobs gespawnt. Ja, dann springt doch hier runter. Ihr habt doch nichts zu verlieren. Oh, macht er doch. Schön. Einer davon ist nicht gestorben. Und die Spinne auch nicht. Hallo. Naja, okay. Müsst ihr halt selber wissen. Ciao. Yippie. Achso, wo ich schon mal hier bin. Moment. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Zuckerrohr? Kommen wir da hinterher oder? Können wir hier irgendwie da mal dran? 52 Zucker. Okay, wir sind hier. Der ist auch voll, ne? Ja, wir sind hier.
Also energietechnisch sind wir komplett im Plus und zwar auf allen Ebenen. So. Hier hast du dein Leder, mein Freund. 8 Stück. Ich hoffe, das reicht. So, wir nehmen erstmal noch eine Chest mit. Oder zwei, weil wir gerade zwei da haben. Und dann gucken wir mal, wie wir das da hinten gewuppert kriegen, ne? Okay, wir können wahrscheinlich, können wir da eine Conveyor Belt direkt anschließen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also müssen wir wahrscheinlich eine Truhe, oder? So, eine Truhe als Puffer. So, jetzt kann ich natürlich da nichts mehr dran bauen. So, das heißt, ich muss da Dirt hinmachen. Ich weiß nicht, ich kann mir das im Moment nicht vorstellen. So, wenn ich jetzt da... Gut, die Richtung stimmt. Und kann ich jetzt hier runterbauen oder was? Verbindet sich das dann? Könnte gehen, oder? Ja, das war nicht geplant. Ich weiß nicht, ob wir das ja so halbwegs hinkriegen, dass das nach was aussieht. Okay. Lass mich los! Und dann könnten wir da was dran bauen. So. Nee, wir müssten da lang, ne? Und dann hier runter. Mann, ist das kompliziert. Und dann was? Genau, da könnten wir... Ah, ja. So, und dann könnten wir hier noch einen tiefer, ne? Komplizierten Fall. So. Okay, jetzt mal das Gegröße hier weg. Wow. Das haben wir ganz toll hingekriegt. Wow. Feinste Güte, oder? Wenn wir jetzt da unten eine Truhe hin tun, vielleicht. Genau diese hier. Und befüllen die mal mit einem Kohlestück. Dann will das nicht unbedingt raus, ne? Okay, ein Test. Die Truhe brauche ich auch mal wieder, bitte. So. Wir testen mal, muss das Ding gerade sein, um die Truhe zu entleeren oder kann das Ding die Truhe nicht entleeren? Das ist jetzt die Frage. Okay, muss die Truhe oben drüber sein? Was ein Kram, wa? So. Steh auf dem Schlauch, Freunde. Habe ich mir was dazu aufgeschrieben? Eigentlich nicht. Aber vielleicht nimmt er ja auch nur Stahl an oder so. Oder muss ich einen Hopper nehmen? Okay, wir gehen mal zu Bette und holen gleich mal Eisen. Vielleicht geht das ja nur mit Eisen.